Nachdem ich letzte Woche 7 Minuten lang über eine Zigarette geredet habe, brauche ich was zur Entspannung. Deswegen habe ich im echten Leben mit dem Rauchen angefangen. Gut, das war gelogen, aber sind wir mal ehrlich, irgendwie war bei Chainsaw Man die Zigarette in fast jeder Folge, ich glaube sogar in jeder Folge vorhanden. Und ganz ehrlich, so visuell ist so eine Zigarette auch was ganz schön Cooles. Es gibt, glaube ich, nichts Cooleres, als wenn ein Charakter sich eine Zigarette anzündet, davon Zug nimmt und dann in Gedanken versunken einmal den Blick schweifen lässt. Und bei all den Zigaretten ist mir ein anderer Anime eingefallen, bei dem Zigaretten eine große Rolle gespielt haben. Und zwar Seikai Seifuku World Conquest Zvesta Plot. Ja, das muss ich ablesen, weil Jesus Christ, wer soll sich das merken? So, dann gibt es nämlich eine Folge und da ist man dem Rauchen gegenüber eher negativ eingestellt, ja? Tatsächlich, Sachen gibt's. Wer hätte das gedacht? Diese Folge hat in dem Moment, in dem sie erschienen ist, 2014 war das, relativ viel Aufmerksamkeit erhalten für das, was es halt war und wie groß Anime halt damals war. Und es gab dafür mehrere Gründe, die ich heute sehr gerne mit euch beleuchten möchte. Aber erstmal müssen wir überhaupt über die Story von dem Zvesta-Plot reden. Das ist aber schnell gemacht. Es geht um eine Organisation, die die Welt erobern will, wie der Titel des Anime vielleicht auch schon vermuten hat lassen. Und jetzt zeige ich euch mal ein Bild vom Cast und ihr dürft erraten, wer hier wohl der Anführer der Organisation ist. Na, wer ist es wohl? Ist es der Roboter da hinten? Ist es der Mann, der nicht mal zur Kamera guckt? Nein, es ist natürlich das kleine Mädchen vorne in der Mitte. Es gibt sogar so ein bisschen eine Erklärung dazu im Anime. Und zwar, ich zitiere hier mal dieses kleine Mädchen. Sie hat mal gesagt, als ich mir geschworen habe, die Welt zu erobern, habe ich aufgehört zu wachsen. Und das klingt jetzt erstmal albern, aber wenn man auf unsere Geschichte guckt, ja, dann wird einiges klarer. Im antiken Rom wurden die Leute ungefähr 1,50 Meter groß. Wer gehörte dazu? Cäsar. So, wen haben wir noch? Napoleon. Wie groß wurde der? 1,68. Wen haben wir noch? Hitler. Wie groß wurde der? 1,75. Und warum ist der so groß geworden? Weil er nicht immer Weltherrschaft im Kopf hatte, sondern erstmal Künstler werden wollte. Es macht schon alles irgendwie Sinn, klingt nur erstmal richtig dumm. Aber zurück zum Anime. Bei Seikai Seifuku World Conquest Zvesta Plot handelt es sich um ein Original Anime. Das bedeutet, es ist keine Adaption von einem Manga, einem Light Novel oder irgendwas anderem. Und das bedeutet auch, niemand, der zugeschaut hat, wusste, wo die Reise hinging. Ja? Und die Reise sah irgendwie folgendermaßen aus. In Folge 1 wurde im Großen und Ganzen nur so ein bisschen Worldbuilding betrieben. Dann wurde nochmal vorgestellt, eben hier das kleine Mädchen, die Kate. Und der andere Typ hier, wo ich den Namen komplett vergessen habe, wer aber komplett irrelevant ist, wie er heißt, weil es geht darum, dass er ein nerviger junger Typ ist, in den sich man als Zuschauer hineinversetzen kann natürlich. Und in Folge 2 wurden dann die anderen Mitglieder der Organisation vorgestellt und es wurde noch eine Gegenorganisation vorgestellt, die als Widersacher fungiert haben. Und dann kam Folge 3 und in Folge 3 ging es plötzlich ums Rauchen. Wir sind jetzt schon 3 Folgen drin. Es heißt, in der Überschrift wurde mir die Welteroberung versprochen und wir haben noch nicht einen Schritt Richtung Welteroberung getan. Aber vielleicht kommen wir ja in Folge 3 der ganzen Sache ein bisschen näher, denn es wird immerhin den Rauchern der Krieg erklärt. Ihr wisst gar nicht, was für eine Diskussion diese Folge lo damals losgetreten hatte. Ein Anime, der so fern von der Realität schien. Immerhin gibt es magische bzw. technische Kräfte, man weiß es nicht so genau, irgendwelche Monster, ein Roboterhasen und so weiter und so fort. Und dann befasst man sich mit einem so fest in der Gesellschaft verankerten realen Thema wie Rauchen in der Öffentlichkeit. Ich meine, alleine daran, dass ich, als ich Chainsaw Man geguckt habe und 8 Monate nach Release von Seikai Seifuku an diese Folge gedacht habe, zeigt schon, dass das zumindest bei mir einen sehr bleibenden Eindruck alles hinterlassen hat. Ja, und die Diskussion war halt das Klassische, ne? Irgendwie Rauchen schadet vor allem den Leuten um dich herum und ist für eigentlich niemanden angenehm außer dich. Also, warum tust du egoistisches Arschloch dann rauchen? Und wir müssen jetzt daran denken,
Hier geht es ja um Japan, also hier geht es nicht um Japan, aber das ist eine Serie aus Japan. Und da sind die Menschen ja vor allem in der Öffentlichkeit eigentlich immer alles andere als egoistisch. Von daher ist ein Hot Topic gewesen. Ist heutzutage nicht mehr so ein Hot Topic. Jetzt geht es, glaube ich, eher so um die E-Zigaretten, wo ich mich frage, warum rauchst du da nicht eine normale Zigarette, dann stirbst du wenigstens schneller. Aber irgendwie insgesamt doch über die Jahre Rauchen mehr und mehr zurückgegangen. Und eigentlich auch schon damals, als der Anime rauskam, war Rauchen eher so ein schwindendes Thema. Naja, gut. Wenn wir schon mal hier sind, werde ich euch ja gerne auch den Rest vom Anime noch beschreiben. Ist aber ein bisschen schwer, das zu tun, weil der Plot der Serie nicht so wirklich im Mittelpunkt steht. Kann man ja schon mal ganz gut daran erkennen, dass ich gesagt habe, in den ersten drei Folgen ist nicht wirklich welteroberungsmäßig was passiert. Und kleiner Spoiler, das wird auch in den Folgen danach nicht wirklich passieren. Denn es geht in der Serie eher um die Charaktere und wie diese miteinander interagieren. Und sowas ist halt in einem Video, wo man einfach nur mal ganz kurz drüber sprechen möchte, worum es geht, schwer zu beschreiben. Es geht einfach um die Interaktion in den einzelnen Gruppen, in den Gruppen hinaus, also zwischen den Gruppen, mit Charakteren, die auch außerhalb der Gruppe auftreten. Und auch wenn dieses Mädchen hier auf dem Bildschirm vermutlich schon über 1000 Jahre alt ist, so fühlen sich diese Charaktere doch alle an wie echte Menschen. Okay, ich kann es nicht mal sagen. Es ist so dumm. Es ist, ich wollte einen Witz machen, dass kein einziger Anime-Charakter sich jemals wie ein echter Mensch angefühlt hat. Und hier schon gar nicht. Aber es geht auch meistens gar nicht darum, sich wie echte Menschen anzufühlen. Das ist ja albern. Wieso sollten wir uns echte Menschen angucken wollen? Es ist nicht viel einfacher, wenn jeder einzelne Charakter, der irgendwo auftaucht, einfach eine Karikatur ist, wo du den siehst und weißt, okay, bei dem geht's nur um das. Und dann kannst du alles, was der macht, super schnell nachvollziehen, ohne wirklich tiefere Einblicke bekommen zu müssen. Und es ist hier halt auch einfach wirklich nur eine, warte, lass mich nicht lügen, eine 12 Folgen lange Show. Und da hast du nicht Zeit, bei so einem großen Cast wirklich viele Charaktere mit Tiefgang einzubauen, beziehungsweise irgendeinen einzelnen. Ansonsten würde ich eigentlich sehr gerne nochmal hier über dieses, die Blu-ray, die ich in der Hand halte, reden, weil ich habe an diese Folge gedacht, habe den Namen der Serie bei eBay eingegeben, hab gesehen, die gibt's im neuen Zustand für 25 Euro zusammen und musste einfach zuschlagen. Und mir gefällt das hier sehr gut, dass die, es ist eine Mischung aus Artbook und dem Blu-ray-Disc-Behältnis, wie nennt man das, Hülle, der Blu-ray-Hülle zusammen. Und es sieht sehr gut aus. Also, ich bin überrascht, dass es sowas nicht öfter gibt. Außerdem würde ich in dem Zuge nochmal ganz gerne über Anime aus den frühen 2010ern oder sogar halt den 2000ern reden, wo das Streaming von Animes noch nicht so aktuell war, beziehungsweise das legale Streaming, weil da warst du eben drauf verlassen, dass irgendwelche Fangruppen sich diese Projekte aneignen und dort Fansubs drunter machen. Was zum einen, ja, also ich rede mal von einer rechtlichen Grauzone, aber eigentlich ist schon ziemlich klar, welche Farbe dieses Recht eigentlich hat. Ja, und die andere Alternative, die du halt hattest, war zu hoffen, dass irgendjemand die in dein Land bringt. Wir haben ja zum Glück die Möglichkeit, wir werden ja zum Glück in Deutschland auch in der Sprache Englisch ganz gut ausgebildet. Das heißt, wir können immer noch Sachen auch importieren. Ganz viele Gainax-Sachen gibt es zum Beispiel bei uns irgendwie gar nicht. Ich weiß nicht, wer sich dort die Rechte hat durch die Lappen gehen lassen. Also ja, klar, Evangelion haben wir bei uns. Toll. Aber Gunbuster-Diebuster findest du nicht. Fooly Cooly habe ich mir importiert. Pandy and Stocking jetzt auch, nachdem endlich angekündigt wurde, dass es eine zweite Staffel gibt. Solche Sachen sind irgendwie ohne Streamingdienste so ein bisschen in einem Limbo, wo man danach suchen muss. Und ich habe Angst, dass es da draußen tatsächlich Serien gibt, die einfach komplett vergessen werden, weil die außerhalb Japans nicht rausgekommen sind. Ich meine, die gibt es immer noch auf den illegalen Streaming-Servicen deiner Wahl zu gucken.
Aber das ist ja auch nichts, wenn sogar Lizenzen bei offiziellen Streaming-Anbietern auslaufen können, dann ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis irgendwann dieser Art von Piraterie wirklich komplett der Riegel vorgeschoben wird. Aber ich glaube, das dauert noch ein paar Jahre. Aber das eigentliche Problem ist tatsächlich, dass die eher in Vergessenheit geraten, anstatt dass sie nicht mehr auffindbar sind. Gerade weil heutzutage so viele Serien zeitgleich rauskommen und alle auf einen Klick vorhanden sind zum Angucken und dann weißt du gar nicht, wie du überhaupt hinterherkommen sollst, die aktuellen Sachen zu gucken. Und wer geht dann zurück ins Jahr 2014, um sich Sekai Seifuku World Conquest Zwesterplot anzugucken? Unwahrscheinlich das Ganze. Ach so, und dafür auch noch 25 Euro auszugeben, die ich aber den Leuten, die es haben und die irgendwie aus irgendeinem Grund durch dieses Video jetzt Lust auf die Serie bekommen haben, kann ich nur empfehlen, ist das Geld wert. Gut, in diesem Sinne, was ist eure Lieblingszigarettenmarke? Und mit dieser Frage auf Wiedersehen bis ins nächste Video.